Zuletzt bei Paper Mario Color Splash. In der Paprikaterie war absolutes Chaos in der Küche und die Toads, die so lange im Zug festsaßen, bekamen nichts zu essen. Wir konnten eine perfekte Mamma Mia Pizza zubereiten und damit die Toads zufriedenstellen, aber auch der VIP-Gast des Restaurants wollte bedient werden. Wir grillten ihm in einem Kampf das perfekte Steak und erhielten dafür einen kleinen Farbstern. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Es wird Zeit. Das fünfte große Kapitel, und zwar das des großen orangenen Farbsterns, abzuschließen. Hier beim Abendrot-Express. Denn hier am Ende der Reise des Abendrot-Expresses soll ein großer Farbstern auf uns warten. Oh Mario, du kommst gerade recht, wie immer, schon komisch. Von hier aus fährt der Abendrot-Express zum Kap Sternenzelt. Die Lokomotive kommt vom Restaurant, aber... Ja, da ist sie. Was geht hier denn vor? Wir sind endlich am Ziel und bekommen kein grünes Licht. Das hatte ich gerade sagen wollen. Auf der Strecke vor uns gab es einen schlimmen Steinschlag und da wir nicht stark genug sind, um uns den Weg frei zu machen, laufen wir einfach sinnlos in der Gegend rum. Toads sind nicht besonders gut darin, sich zu organisieren, weißt du? Ein Steinschlag, der hilft nur eins. Panik! Hört nicht auf ihn. Panik hat noch nie Probleme gelöst. Wir müssen die Gleise räumen. Wenn der Abendrot-Express nicht fährt, kommen wir nicht zum Kap Sternenzelt. Und wenn wir nicht nach Kap Sternenzelt kommen, finden wir den großen Farbstern niemals. Und wenn wir den nicht finden, ist alles aus. Panik! Oh, sorry. Okay, Freunde. Ein Steinschlag. Auf den Gleisen. Ich habe schon gesehen, dass hinten bei der Lokomotive, die hat einige Farblosflecken und ähnliches blockiert, aber an denen bin ich jetzt erstmal nicht allzu sehr interessiert, weil wir dafür, glaube ich, den Zug erst weiterleiten müssen. Dann wollen wir doch mal nachschauen, ob wir bei dem Steinschlag nicht irgendwas regeln können. Auf dem Weg dahin nehme ich mal kurz die ganzen Flecken mit. Schaut euch mal den Waggon an, Freunde. Das sieht mir sehr nach einer Treppe aus, wenn ich ausschneide. I see. Okay, hier ist noch ein wunderschöner Kaktus. Wie in diesen orangenen Leveln immer irgendein Symbol auf dem Boden gemalt ist. Wir hatten schon einen Schraubenschlüssel, wir hatten eine Gabel. Ein riesiger Pilz fürs Museum, sehr schön. Da ist noch eine Blume. Und jetzt ist es ein Kaktus. Und da, oh, haben wir den schon? Großer Hammer? Nein, großer Wurfhammer. Den haben wir nicht. Da ist was zum Entfalten. Mhm, okay. Dann haben wir das auch schon mal gesehen. Das ist wichtig. Aber wo ist jetzt dieser Steinschlag? Oh, das ist der, der den Zug am Terrakotta-Tempel zerstört hat. Mario, schau dir nur den gigantischen Felsen an. Ich habe ihn aufgefordert, den Weg frei zu machen, aber er hört nicht auf mich. Vielleicht musst du etwas höflicher sein. Verzeihung, mein Herr. Würde es Ihnen was ausmachen, ein Stück zur Seite zu rücken? Aus dem Weg, Betonschädel! Nichts zu machen. Er scheint uns gar nicht zu hören. Vielleicht schläft er ja. Ich hab's. Wenn wir meine Stimme lauter machen können, ließ er sich vielleicht erschrecken und aufwecken. Ah, Megafon. Ich check schon. Aber wir kommen da noch nicht rüber. Okay, wir müssen uns irgendwie den Weg auf die andere Seite freimachen. Das heißt, ja, wahrscheinlich brauchen wir diesen Entfaltungsblock. Und dafür müssen wir diesen grünen Container entfalten. Warum ist da ein Farbungsfleck auf dem Waggon? Nein, okay. Ich bin hier schon wieder am Halluzinieren. Das ist ganz gruselig. Ich denke dauernd irgendwie, ja, hier ist jetzt irgendwas und hier ist was farblos und hier ist was farblos. Aber sehe ich das richtig, dass die Lokomotive nicht der Abendrot-Express ist, oder? Das sind dann zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ich es richtig verstanden habe. So, dann laufen wir mal vor. Und hier kommen Baumstämme? Hä, wo kommen die denn auf einmal her? What the fuck? Das ergibt gar keinen Sinn. Lol, hier sind einfach random Shy Guys. Okay. Boah, wie krass das getimt ist. Man kann ja nicht schneller laufen. Aber jetzt entfaltet sich der grüne Container zu einem Silo. Zu einem Wassersilo, um genau zu sein. Hey! Wir haben noch gar nicht alle Baumstämme runtergerollt. So ist besser. Oh, damn. Wollt ihr jetzt wirklich auf die Fresse? Wollt ihr jetzt wirklich mit mir battlen? Fünf random Shy Guys? Okay, könnt ihr haben. Wir nutzen einfach den Feuerhammer. Der dürfte den Job hier, glaube ich, schon machen. Immer wieder schön, den Feuerhammer zu haben. Eine Karte, die wir schon lange nicht mehr im Set hatten, tatsächlich. Aber mit der haben wir hier gar keine Probleme.
Die Karte ist einfach viel zu stark. Sehr schön. So, danke für dieses epische Battle. Und warum kann ich hier speichern? Oh, warum rieche ich bei... Warum riecht das wieder nach einem Instant Game Over Screen? Warum kriege ich hier einen Speicherblock? Irgendwie mache ich doch jetzt was bei diesem Steinschädel und wenn ich nicht aufpasse, dann zermatscht nämlich nicht für immer Game Over. Genau so ein Bums wird das doch jetzt. Ansonsten wäre doch da kein Speicherblock, wenn ich hier nicht in Lebensgefahr wäre. Oh, okay, alles klar. Ja, dann stelle ich mich mal hier hin. Oh, ich muss näher ran. Okay, deswegen kann ich hier wahrscheinlich auch den Zaun durchqueren. Das Megafon sollte ich dabei haben. Dann wollen wir mal schauen, ob wir den Kollegen da wegbekommen. Freund, ich rieche schon den nächsten Game Over. Immer wenn man in Paper Mario mit so überdimensionierten Dingen arbeitet. Ganz, ganz schwierig. So, da ist das Megafon. Sehr gut. Let's go. Ich bin schon mal ready. Alter, der trommelt einfach nur. Oh boy, er ist wach. Er ist wach. Kann ich mich irgendwie bewegen? Boah, hoffentlich kracht jetzt nicht irgendwo runter. Oder? Unglaublich, das ist der verschlafenste Felsen, den ich je begegnet bin. Aber jetzt ist aufgewacht. Danke für eure Hilfe. Nun kann der Abendbrot-Express seinen Weg fortsetzen. Ich muss sofort den anderen davon erzählen. Also zurück zum Abendbrot-Express. Nächster Halt, Kap Sternenzelt. Du wirst doch nicht den Rest des Weges laufen. Komm schon, gehen wir zurück zum Abendbrot-Express. Oh, nee. Werde ich jetzt hier in irgendeine Szene gezwungen? Mario! Alles in bester Ordnung. Die Wagen sind jetzt alle an die Lokomotive gekoppelt. Der Abendbrot-Express ist bereit zur Abfahrt. Mario! Es ist eine Katastrophe. Unser VIP und seine Freunde verwüsten alles und das gerade, als wir abfahren wollten. Mario! What? Oh boy, ich muss selber laufen, ich muss selber laufen, ich muss selber laufen! Hier hätte ich Game Over gehen können. Und da oben ist Larry! Ist er der VIP? Das war knapp. Hier hätte ich Game Over gehen können. Mario, hast du diese verdächtige Gestalt auf dem Dach gesehen? Mario! What? Als ob wir jetzt mit einer Lore hinterherfahren. Mario, wie schrecklich, der VIP hat den Zug entführt, als er gehört hat, dass wir auf dem Weg zum Kap Sternenzelt, dass du auf dem Weg dahin bist. Aber wir können ihn sicher noch einholen mit meiner ultraschnellen Dresine. Du musst einen Schwung geben, schlag einfach mit dem Hammer auf den Griff. Ja, aber erst will ich mich verpissen. Okay, alles klar. Ich muss das Level nochmal betreten, um 100% einzufärben. Hab schon verstanden. Na dann, auf geht's. Holen wir jetzt wirklich mit dieser Dresine diesen Zug auf? Grüße an der Stelle an Mario Kart 1, Mario Party 1. Da gab's den Dresinenwahnsinn. Wir haben den Zug eingeholt. Beeil dich und halt den VIP auf, Mario. Wenn du zurück zum Bahnhof möchtest, lass es mich wissen. Ja, möchte ich. Doch, ich will zum Bahnhof. Moment. Bitte beeil dich. Okay, warte mal, Moment. Ich will zu den Farblosflächen. Eins nach dem anderen. Verstanden, zurück. Lol, wir holen dann immer wieder den Zug auf. Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Hey, aber du bist ein sehr sportlicher Toad. Ich feier dich. Wirklich, wirklich Props an dich. Okay, mit dem Hammer einfach drauf prügeln, wenn ich los will. Aber... hier ist jetzt definitiv noch einiges zu tun und zum Einfärben. Dementsprechend schauen wir uns jetzt hier erstmal um. Und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Komme ich da unten? Kann ich da unten durchlaufen? Ja, sehr schön. Okay, so. Du musst eingefärbt werden und du musst eingefärbt werden. Und warte mal, wie viele Karten habe ich gerade? Großer Seriensprung. Wie viele Karten habe ich im Deck? 98. Okay. Dann lohnt es nicht, in diese Sondertür zu gehen, weil ich könnte sowieso gar keine Karte mitnehmen. Oh, du bist auch eingefärbt? So. Freunde, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir auf dem passenden Weg zu den 100% sind. Das wirkt jetzt deutlich, deutlich sinniger. So, ich check nochmal ganz kurz ab, ob hier noch irgendetwas farblos ist, aber das sieht, glaube ich, alles einwandfrei aus. In Ordnung. Dann können wir jetzt zum Zug gehen und dann haben wir auch die Chance, nach dem Battle, insofern wir es überleben,
die 100% hier schon zu haben. Und das ist ja das Gute. So! Der Ehrentod, ich liebe ihn, wie er sein Bestes gibt. Wir haben den Zug eingeholt. Let's go! Ich bin bereit, diesen Zug hier aufzuhalten. Oh, ist das ein roter Rettertod? Oh, nice. Mario entführt. Herrn Todexpress wurde entführt. Wir sind noch Rettertods drin, wenn du sie findest, hilf ihnen bitte. Roter Rettertod Nummer 1 bereits im Einsatz. Oh, ich bin gespannt, wo wir die brauchen. Hui! Wisst ihr spontan, wo wir die Rettertods herbekommen? Ich nicht. Vorsicht, die Shaggies dürfen dich nicht sehen. Roter Rettertod 41 bereits im Einsatz. 41? Okay. Na dann. Eins. Zwei. Nein, der guckt dreimal. Wir werden ein bisschen verprügelt und kriegen 5 Schaden. So, guck, der guckt dreimal, ne? Okay, wir sind am Start. Er täuscht dreimal an, er täuscht viermal an, er täuscht fünfmal an. Wow. Der macht Kniebeugen. What? Was bist du denn für einer? War dieser kleine Knäuel da? Oh mein Gott. Oh, wir müssen mega aufpassen, Freunde. Der Sombrero-Guy verstärkt, glaube ich, den Angriff von allen. Autsch. Der war auch schon in Stickers seine ganz, ganz üble Nummer. Ich setze die große Feuerblume ein. Damit sollten wir schon mal einigen Schaden anrichten können. Dann nochmal Doppelhammer und vielleicht nochmal einen normalen Hammer hinterher. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Aber vor dem Sombrero-Guy muss man wirklich aufpassen. Der haut so eine insane Power raus, als ob ich den nicht treffen kann. Der verpisst sich einfach. Was bist du denn für einer? Sehr schön, aber exzellent sitzt. Trotzdem halten die super viel aus. Und zwar richtig viel. Holy shit. Jetzt kriege ich, glaube ich, doch von den Boomerang Bros noch böse auf die Fresse. Alle leben noch. Nein, das wird richtig wehtun. Der kommt wieder zurück. Ja. Autsch. Ja. Ich habe immerhin alles geblockt. Nicht heilen. Bitte nicht heilen. Oh mein Gott, die wurden einfach geheilt. Um 60. Alter, was ist das für ein kranker Kampf? Okay. Der Typ, er verpisst sich. Okay, wisst ihr was? Dann gibt es einfach die Teekanne in die Fresse. Und dann nochmal 2 Hämmer hinterher. Komm schon. Das ist eine Dingskarte. Die muss doch jetzt schallern, oder? Ich trinke sogar einen Sip aus meiner grünen Fanta irgendwas. Guarana. Alles klar. Mhm. Okay. Sie One-Hitte, Freunde. Sehr schön, ich war mir nicht sicher. Aber ich sag euch, Bro-Gegner, also Boomerang-Bros, Fire-Bros, Ice-Bros, Hammer-Bros. Ganz, ganz, ganz üble Gegner in diesem Spiel. Sehr, sehr, sehr starke Gegner. Okay, alles gut. Keine Sorge, ich bin für dich da. Papierpfähle wandern in den Papierkorb. Ich wurde zu einem Ball zusammengeknüllt und beinahe weggeworfen. Danke. Hatte nur 2 bereits im Einsatz. Tschüss. Muss ich dir helfen? Ich gehe, wenn ich Lust dazu habe, also dräng mich nicht. Ich glaube, ich habe das machen müssen. Ich glaube, sonst wäre er nicht beim Rapport zurück gewesen. Ha, alles klar, sehr schön. So, und wir machen hier weiter. Hier ist böse Fuzzy-Attacke. Das Schöne ist, wir können die alle one-shotten. Das heißt, wir müssen hier uns gar keinen Stress machen mit irgendwelchen Battles gegen die. Da im Korb geht... Im Korb geht... Im Korb sage ich schon. Im Koffer. Da ist auch was los. Wow. Das sind viele. Das sind sehr viele. Ich weiß nicht, ob ich hier kämpfen will. Aber wenn ich flüchte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht flüchten können, viel zu hoch. Ich mache einen Powerblock. Dann... boah, ich habe keine Ahnung. Ich muss irgendwie viele Treffer setzen. Was ist denn, sind denn das für Fuzzy-Stapel? Sind das 5er-Stapel? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Oh, wie ekelhaft ist das denn? Hier 5-fach abgenutzter Schuh ist vielleicht hier gar nicht schlecht.
Ich glaube, der könnte hier tatsächlich ganz gut sein. Und dann hauen wir immer noch einen großen Hammer hinterher. Sollte hier noch irgendwas übrig bleiben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was hier die beste Art und Weise ist, damit umzugehen. Aber wie dieser Sombrero-Guy immer flüchtet, ne? Aber ich muss den auf jeden Fall mal angreifen. Oh wow, der abgenutzte Schuh reicht nicht mal ganz, um hier genug Damage zu machen. Ich muss teilweise auf diesen Fuzzies zwei Attacken setzen. Ist ja auch skurril. Aber ich glaube, wenn ich alles richtig mache, dann kriege ich jetzt den großen Hammer auf den Sombrero-Guy gefolgt. Aber wie gesagt, vor diesen Massenattacken schafft er es immer zu flüchten, die Sau. Aber jetzt gibt's auf die Fresse. Als ob der so viel aushält. Oh, aber er bleibt im Kampf. Er bleibt im Kampf. Oder? Nee, ich glaube, er flüchtet danach immer. Wir müssen ihn aber killen für die Museumskarte. Ja, er geht. Oha. Ich sag's euch, Guys, den Dude zu erwischen wird heavy. Aber ich glaube, das machen wir auch lieber erst, wenn unsere Wahrscheinlichkeit auf Gegnerkarten erhöht wurde. Ich glaube, ansonsten wäre das ziemlich verschwendete Energie in diesen Kämpfen, jetzt versuchen, an ihn ranzukommen. Weil selbst wenn wir an ihn rankommen, ist die Wahrscheinlichkeit todesgering, dass eine Karte von ihm erscheint. Also ich glaube, die sollten jetzt einfach im besten Falle gekonnt ignorieren. Aber was für ein ekelhafter Kampf bei einem Fuzzy. Und vor allem, jetzt kriege ich die Fuzzy-Karte, aber die brauche ich nicht, weil Fuzzy-Karte hatte ich schon. Dieser Koffer scheint verschlossen zu sein. Okay, und ich kann es auch nicht aufprügeln. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Kofferschlüssel finden. Auf dem Boden, da war ein Ding. Oh, ist hier wieder so ein Exorzismus-Shy-Guy? Ja! Let's go! Wie krieg ich den? Wie kriege ich den Kollegen? Was mache ich gegen den? Da muss ich wohl Stück für Stück heranschleichen. Ja. Was heißt ein Stück für Stück heranschleichen? Nee, bringt ja nicht so viel. Bringt irgendwie noch nicht so viel. Ja, ich hab ihn! Vielen Dank, Selbsthelden auf der Rettetour, Samen von Zeit zu Zeit Angst. Rettetour 33 bereits im Einsatz. Ciao, Digga. Okay, das war skurril, aber es hat geklappt. Die Fässer sehen sehr verrückt aus. Ah, da kann ich entfalten. Okay, brauche ich einen Entfaltungsblock? Was denn, die Tür klemmt? Ja. Okay, was muss ich denn jetzt tun? Also ich habe das Gefühl... Ah, ich weiß, was sie tun müssen. Hier ist die Kette ab. Wir können hier außen lang und jetzt an dieser Stelle ausschneiden. Das ist nämlich der Anhänger, den wir schon im Bahnhof gesehen haben. Jawollo. Und jetzt machen wir schnipp, schnipp, schnapp, schnapp, schnipp, schnapp. Und damit kommen wir auf den Anhänger hoch. Geil. So wünscht man sich das doch. Wunderschön. Und jetzt sind wir oben. Und da geht jetzt hoffentlich einiges für uns. So, da sind wieder hier Rocky Schraubenschlüssel. Aber die sind mir alle erstmal Wumpe. Da ist ein Sombrero-Guy. Den greife ich jetzt doch an. Vielleicht sogar, wenn ich einen Erstangriff auf den rausbekomme, vielleicht kriege ich dann was. Kämpft der alleine? Der kämpft alleine! Oh, wow. Oder holt er jetzt Kollegen? Nee. Er hat jetzt Energy. Okay, alles klar. Hier machen wir jetzt doch gar... Hier machen wir doch jetzt mal ernst. Den wollen wir... Ich setze mal den großen Bohrsprung ein. Ich habe keine Ahnung, wie man den Bohrsprung einsetzt. Das ist das erste Mal, dass wir den einsetzen werden. Aber ich mache jetzt tatsächlich mal volle Ladung auf den. Einfach nur vielleicht, wenn wir mit ganz, ganz viel Glück hier eine Gegnerkarte bekommen, sparen wir uns einiges an Farmarbeit, wenn wir den dann sozusagen... Nochmal attackieren. So, wie geht ein Bohrsprung? Okay, ich habe keine Ahnung, wie er geht. Aber wir kriegen ihn trotzdem tot. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, lädt der Bohrsprung, glaube ich, in der Luft auf wie ein Hammerangriff. So. Nee, keine Karte. Wäre auch zu schön gewesen. Aber hier ist noch ein Färbe-Action. Und da ist ein Rettertoad. Okay, das lohnt auf jeden Fall. Wartet, zieh mich nicht ab. Ich will mich erst vorstellen. Rettertoad 35 bereits im Einsatz. Jetzt kannst du mich abziehen. Tschüss.
Sehr cool. Wir müssen hier nämlich wirklich uns Mühe geben, Guys, jeden einzelnen Retterflug einzusammeln, weil wenn uns einer fehlt, dann müssen wir auf jeden Fall... Ach, scheiße. Stimmt, man verliert ja die Fähigkeit immer. Dann müssen wir nämlich später nochmal zurückkommen. No! Verdammt! Da habe ich die doch angegriffen. Ich wollte mich hier durchmogeln. Aber da geht erstmal nichts. Und ein Paracooper kommt auch noch dazu. Okay. Alles klar. Der macht ja gleich Vollrandale. Ich setze einfach mal 3 große Sprünge ein. Und dann schauen wir einfach mal, ob das reicht. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, die ziehen sich jetzt nicht irgendwie zurück. Nee, okay. Den können wir schon mal entfernen. Ich hoffe, dich auch. Ja, okay, die halten gar nicht so viel aus. Nice. Und du? Du auch nicht. Okay. Das Gute ist, ich glaube, große Sprünge kosten im Kartenladen 50 Münzen. Das ist wirklich nicht so viel. Da kann man sich auf jeden Fall gut was mitnehmen. Gibt es eine Karte für mich? Nein. Okay. Kein Panini-Sticker. Dann müssen wir jetzt nochmal aufpassen. So, wir müssen jetzt einfach alle Schraubenschlüssel in die eine Richtung locken. Exakt. Und dann hier so. Wunderbar. So, jetzt muss ich aufpassen, dass die mich nicht treffen. Nee. Und dieses Fass war sehr verdächtig. Und zack. Sehr schön. Und der Spaß geht weiter. Da sind sehr viele Toads drin. Da ist ein Sombrero-Dude. Du machst auch irgendwas. Warum kann ich hier oben speichern? Ich gehe erstmal hier rein. Oh. Nicht bewegen. Wenn du dich bewegst, gibt's Haue. Die Toads im Hintergrund. Hui. Du hast dich bewegt. Oh boy. Okay, 8 Sniffits. Oh, mit dem Sombrero-Dude. Wenn wir die nicht ernst nehmen, sind wir am Arsch. Wenn wir die nicht ernst nehmen, sind wir am Arsch. Und zwar auf ganz übler Ebene. Okay, mit welcher Waffe können wir möglichst viel Massenschaden anrichten? Okay, wir können einfach 2 Feuerblumen... Nee, stopp. Erstmal ein Powerblock. Und dann 2 Feuerblumen. Ich glaube, Powerblock und Feuerblume reicht für jeweils 1 Sniffit. Und mit 2 Feuerblumen kann ich 8 Sniffits erreichen. Beziehungsweise 8 Sniffits killen. Mal sehen. Mal sehen. Ja, es reicht. Alles richtig gemacht. Stell dich einfach mal vor, 8 von der Attacke geboostete Sniffits würden uns angreifen. Das wäre wahrscheinlich unser Untergang. Gerade weil wir nur noch Hälfte Leben haben. Wir haben 75 von 150 Leben. Das darf man nicht unterschätzen. Aber wir erhalten ein Perfekt. Und sehr viele Münzen dafür. Ja, das sind die Sniffit-Karten, aber die brauche ich nicht. Es ist schwierig, stockstill dazustehen, wenn deine Nase juckt. Wir sind die Rettetaut 36 bis 39. Jetzt ab zum Hauptquartier. Lol, die machen einfach eine Leiter hier hoch. Wie cool. Smart. Sehr smart. Und die Sniffit-Karten will ich... Weiß ich gar nicht, ob ich die will. Oh! Hallo, Level Up! Auf 370. Da sage ich doch nicht nein. Und da ist auch der Kofferschlüssel. Mhm. Dann mache ich einmal hier auf, dass wir auf jeden Fall da zurückkommen. Wir färben hier ein, weil dann geht auch die Tür auf. Sehr nice. So, und jetzt nehmen wir noch den kurzen Umweg und machen den Koffer auf. Damit wir auf jeden Fall den Kollegen nicht vergessen. Oh nee, warte mal, war der Koffer nicht woanders? Nee, der war schon hier. Okay, ich wusste nicht, ob die vielleicht noch irgendwo weiter vorne ist. Zack! Oh mein Gott, sind hier viele. Endlich frei! 30 Toads in einem Koffer, das ist ja ganz schön eng. Wir sind die Rettetoads 3 bis 32. Oh yeah. Hui! Okay. Ich war erst etwas erschlagen von der Rettetoad-Anzahl, muss ich sagen. Aber das ergibt natürlich schon Sinn, wenn wir hier 30 auf einmal finden. Das geht natürlich alles ein bisschen schneller vonstatten. Ich könnte theoretisch auch, was ich gerade sehe, ich könnte hier außen lang. Aber warum? Davon habe ich doch gar nichts, oder? Habe ich davon irgendwas? Ich bin mir noch nicht sicher. Wir hüpfen mal hier rein. Was ist mit euch los? Lokomotiven stoßen so viel Rauch aus. Da kann man ja kaum noch etwas sehen. Und gut für die Umwelt ist es auch nicht. Wenn ihr mich, Goomba, zu eurem Anführer wählt, werde ich sehr viel mehr als unseren jetzigen Anführer in erneuerbare Energien investieren. Ich meine ja nur. Wir machen die ganze Arbeit, schaufeln Kohle und sind von oben bis unten mit Ruß verschmiert.
Und Larry macht sich nur eine schöne Zeit, typisch. Oh, Leute, die hassen ihn alle. Oh, da ist auch ein Ritter tot. Hier scheint jeder so seine Sorgen zu haben. Mario, hör mir doch einfach zu. Das Leben ist so hart, aber gebt niemals auf, in Ordnung? Das war's. Rettetod 42 bereits im Einsatz. Na, wenn du schon den ganzen langen Weg hergekommen bist, willst du dich ausruhen? Ja, bitte. Heilung wäre sick. Mario, bitte hör mir einen Moment zu. Wünschen dir auch nicht manchmal, dass du dem trübsinnigen Alltag entfliehen kannst? Sieh uns an zum Beispiel. Aus dem Nichts und ohne Vorankündigung sollen wir einen Zug angreifen. Oder eine Küche. Ergibt das einen Sinn? Mario, jedes Hindernis auf deinem Weg ist das Ergebnis unserer harten Arbeit, für die uns niemand dankt. Ich hoffe, unser Chef weiß, wie viel wir leisten. Vielleicht sollte ich ihm nächstes Mal einen Strohhalm geben und sagen, an die Arbeit! Hier sitze ich also, erschöpft von meinem Tagewerk. Und sehe aus dem Fenster, hinter dem sich der Abendhimmel erstreckt. Und ich wünschte, ich könnte jetzt einen weit entfernten Ort fliegen. Doch ich verstehe den Unterschied zwischen Wunsch und Realität. Wir Schergen Bowsers können nicht einfach unseren Tagträumen folgen. Mario, vielleicht werden wir dich eines Tages angreifen und dann stehen die Guten gegen die Bösen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Danke, dass du zugehört hast, Mario. Ich bin mir sicher, dass wir uns mal wieder treffen. Oh, Leute, ich wurde nicht mal geheilt. Aber wir hatten einen epischen Dialog. Hi! Vor uns ist die Lokomotive, aber von hier aus kommen wir nicht hinüber. Muss wahrscheinlich über das Dach gehen. Der hat sich gar nicht vorgestellt. Lol, da kommt der angerannt. Sorry! Rettetod 34! Tschüss! Oh, na dann. Gehen wir noch einmal oben lang. Weil dort oben ist der, auch der Speicherblock. Freunde, ich denke, der Bossfight gegen Larry steht bevor. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir ganz gut vorbereitet sind. So, wir speichern. Und dann geht's noch nicht los. Okay, aber für euch habe ich was, Kollegen. Für euch habe ich was, Kollegen, denn ich habe einen wunderschönen Powerblock. Und der macht ihr erstmal Randale. So, und dann setze ich einfach zwei rote Sniffets ein, weil, wie gesagt, die Karten brauche ich nicht. Und im Bosskampf kann ich die auch nicht einsetzen, weil im Bosskämpfen flüchten Gegnerkarten. Das heißt, damit sollte ich eigentlich, glaube ich, ganz gut beraten sein. Richtig. So, die bewegen sich jetzt erstmal nicht. Ach, scheiße, zwei Gegnerkarten einsetzen ist total dumm, weil dann der eine wieder flüchtet. So, genau, weil der geht jetzt nämlich. Ja, das war nicht so smart, da bin ich ganz ehrlich. So, aber die machen nichts. Das heißt, wir machen weiter. Habe ich noch irgendwie so einen Doppelhüpfpushen oder... Ich habe auf jeden Fall eine Hüpfpushen hier. Ja, ich habe sogar eine Doppelhüpfpushen. Let's go. So, dann machen wir hier aber mal ganz fix Feierabend. Wunderbar. Das reizt mich auch gar nicht weiter aus. Wir sind hier ganz pragmatisch unterwegs. Und machen nur so viel Schaden, wie wir brauchen. Unsere Energie, Freunde. Die gilt im Bosskampf. Die gilt es, gegen Larry einzusetzen. Und damit optimal uns für den großen orangenen Farbstern vorzubereiten. Du hast lang genug gebraucht. Ich habe mich fast schon wieder von diesem riesigen Steak erholt. Riesiges Steak? Heißt das, du bist der VIP? Kein Wunder, dass der VIP so den Larry gemacht hat. In Sachen Steak macht niemand was vor, Mario. Du hättest Koch werden sollen, solltest du wenigstens ein langes, geschmackvolles Leben gehabt. Aber jetzt muss ich dich erledigen, bevor wir bei Kap Sternzelt ankommen. Bowser erwartet einen großen Farbstern. Ich habe keinesfalls vor, ihn zu täuschen. Oh, hast du ihn einmal erlebt? Wenn er enttäuscht ist, ist es herzzerreißend. Doch genug der Vorrede, bringen wir es hinter uns. Okay, Meister. Na dann, ein episches Battle auf einem fahrenden Zug. Ah, ich liebe den Geruch eines kurz bevorstehenden Kampfes. Meine Schergen haben den Zug entführt und es werden meine Schergen sein, die dafür sorgen, dass der Zug entführt bleibt. So, und weißt du, was ich mache? Ich gebe dir elendig auf die Schnauze. Und zwar mit einem großen Sprung, mit einem großen Huchhammer und mit einem großen normalen Hammer. Du leidest richtig. Auf geht's. Das sieht am Anfang immer noch so aus, als ob wir gar keinen Schaden machen würden, Freunde. Aber eins nach dem anderen. Gerade der Huchhammer immer sehr frustrierend am Anfang. Schadenstechnisch. Aber dann tut's am Ende richtig weh. Und wenn jetzt noch ein Exzellent kommt, dann haben wir eine ultimative erste Runde gespielt. Sehr schön. So, was macht er jetzt?
Oh mein Gott, der wird geheilt. No way. No way. Das stinkt ja mal Vollgas. Warte. Diese Lokomotive ist nicht dazu da, dass du immer anstellen kannst, was du magst. Ich arbeite mich zum Führer aus, um diesen Schalke aufzuhalten. Okay, die erste Runde war voll für den Arsch. Das ist mal ein vorlauter Toad. Warum kann er nicht einfach still sitzen und Angst haben wie alle anderen Toads? Schnappt euch den Toad. Oh boy. Okay, ich glaube, ich muss jetzt diese Schergen erledigen. Ich habe einen fünffach abgenutzten Hammer. Der dürfte ihr hoffentlich reichen. Ich glaube, Larry muss sich noch nicht angreifen. Ja, wir haben jetzt natürlich ein paar Karten verschwendet in der ersten Runde. Das ist ein bisschen kacke, aber ich habe ja keine Dingskarten eingesetzt. Das ist das Wichtigste. Und ich habe jetzt auch noch super, super Möglichkeiten, unsere abgenutzten Sachen einzusetzen. Amateure. Ich habe keine Angst. Mario, bitte bleib auch weiterhin vor mir. Mach ich. Sehr schön, 18 Schaden. Ja, doch. Tut weh. Schergen, schnappt ihn euch. Oh, okay, jetzt müssen wir besser weitermachen. Alles klar. Ich eröffne, Freunde, mit dem Powerblock. Das ist leider der letzte, den ich habe. Das stinkt ein bisschen. Dann verliert der Hintermann auf jeden Fall seine Kohle. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Hüpfpushen eigentlich. Für oben. Wir setzen die Doppelhüpfpushen ein. Weil das könnte sogar reichen, um dann auch den Hintermann rauszunehmen. Aber ich muss ja auch den vorderen angreifen. Dann machen wir nochmal einen Doppelsprung, falls irgendwas von meinen Angriffen scheitern sollte. So, schauen wir mal nach. Es ist aber wichtig, dass der vordere Gegner zerknittert. Weil sonst bin ich nämlich am Arsch, weil sonst sitzt nämlich meine Sprungattacke nicht. Aber das sieht gar nicht schlecht aus, Freunde. Wunderbar. Den ganzen Paracooper-Stapel einmal eliminiert. Den Schallgeil-Stapel hinterher. Nee, den will ich gar nicht angreifen. Den Vordermann bitte. Nein! Ach, das stinkt doch. Och, Mann. Wenn ich einen Powerblock einsetze, kann ich den vorderen Gegner nicht angreifen. Ach, das... Oh nein, ich habe den auch zerknittert. Oh, what? Und jetzt greift ihr den an. Warum steht der denn jetzt hier? Oh, nee! Oh, was für eine Kackrunde. Oh, Mann, das Kampfsystem in Color Splash geht mir gerade wieder richtig auf den Sack, weil... Nur weil Larry da steht, konnte ich den ersten Gegner nicht angreifen wegen dem Powerblock. Das ist doch Müll. Okay, aber ich kann noch keinen Powerblock einsetzen, weil ansonsten der Toad zerknittert wird. Okay, ja, dann alles von vorne, Freunde. Ich drehe mal das Kartenrad. Ich muss auch gleich das Gamepad auswählen. Keine Sorge, ich sehe, dass das an ist. Ich habe eine Idee. Wenn ich die Kopie von dem Sellerie oder von dem Rettich bekomme... Okay, Dreifachsprung. Da hätte ich die einfach einsetzen können. Okay, also, ich brauche auf jeden Fall den Hammer am Anfang, um den Kampf zu eröffnen. Das wird mir hinbekommen, oder ich nehme Eisensprung. Okay, ein Eisensprung. Dann ein normaler Sprung. Oder wir nehmen gleich einen Doppelsprung. Das dürfte dann haben wir nämlich gleich hinten 5 weg. Und dann nochmal... Oh, nee, wie machen wir das am besten? Ihr wisst ja was, wir nehmen den Dreifachsprung. Wir nehmen den Dreifachsprung, den ich mir gerade im Kartenrad erdreht habe. Und der dürfte reichen, um mir Feierabend zu machen, hoffe ich. Und wenn nicht, man weiß ja immer nie, was passiert, dann hau ich einfach nochmal einen Doppel-Eisensprung hinterher. Also, wir müssen jetzt wirklich 3 Runden hintereinander alle Gegner in Runde 1 besiegen, damit der Toad sich nach vorne boxen kann. Was für ein nerviger Kampf. Und ey, diese nervige Runde mit dem Powerblock, die nagt an mir, muss ich zugeben. Okay, ein Sprung reicht, um die Paracoopers rauszunehmen. Das wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir den Doppel-Eisensprung sparen können. Aber wir drehen einfach jede Runde das Kartenrad. Dann füllen wir einfach unseren Kartenvorrat damit immer ein bisschen auf. Und die ganz starken Karten hebe ich mir halt auch noch für Larry auf, muss ich zugeben. Den greife ich gar nicht an. Ich meine, der wird eh geheilt. Das bringt mir nichts. So. Amateure. So. Das Ganze beginnt von vorne. Er holt sich wieder Heilung. Er schießt auf uns. Oh, 21, obwohl ich geblockt habe. So, jetzt, Freunde, neue Runde Kartenrad. Wir müssen uns frische Karten holen. Doppelhammer würde ich fühlen. Ansonsten ist, obwohl die Knochenkopie wäre auch sick, muss ich zugeben. Yeah! Let's go!
Ich glaube, damit können wir einmal alles rasieren, oder? Ich setze noch den Wurfhammer hinterher ein. Sollte noch irgendwas leben. Nein! Oh, das reicht vielleicht nicht für den, Paracooper-Stapel. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst, Freunde. Ich habe sehr Angst. Bitte töte den Stapel. Ich habe noch nie eine Dingskarte gegen den Stapel eingesetzt. Okay, es feuert sie einfach nach Timbuktu. Sehr schön. Sehr gut. Wir haben wieder eine Runde geschafft. Amateure. Und der Kollege sollte auf jeden Fall ein bisschen weiter nach vorne kommen. Nur noch einen Schritt. Er heilt sich wieder. Damit bin ich cool. Aber gleich sollte unten der Shy Guy weg sein. Mhm. Jetzt muss ich mich heilen. Vielleicht ziehe ich mir aus dem Kartenrad vielleicht auch eine Heilkarte. So. Okay, Freunde. Neue Runde, neues Glück. Wir gehen wieder auf Kartenrad. Oh, da ist eine Teekanne. Oh, da ist eine Teekanne. Die würde ich ja fühlen. Sehr schön. Wenn man aufdeckt, ist das gar nicht so bad. So, und dann setze ich jetzt nämlich hier einen normalen Pilz ein. Oder einen großen Pilz. Nicht den Gigapilz, der muss ins Museum. Und dann die Teekanne hinterher. Und damit dürften wir dann, glaube ich, so weit sein, dass der... Oh, Entschuldigung, das war die Fanta. Dass der Tod unten ins Führerhäuschen kommt. Und dann kann sich Larry nicht mehr heilen. So. Sehr schön. Mhm, verbrüht die Säue. Nice. Mit den Kopiekarten kann man sehr gut kämpfen. Yo! Und jetzt vertreibt der Tod den Shy Guy, oder? Jawollo! Mann, ich hab's geschafft! Ich hab diesen Shy Guy aus dem Führerhaus vertrieben! Jetzt zeigt Larry, wo der Hammer hängt! Der Tod wird mir langsam zu dreist. Wenn dir Lokomotiven so sehr gefallen, müsstest du dich in diesen Rauch geradezu verlieben. Oh boy. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr, glaube ich. Ich glaube, jetzt sind meine Dinge benebelt, meine Sinne. Ich glaube aber, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo ich den Korken einsetze. Denn der Korken, Freunde, ist der Dingsticker dieses Kampfes, die Dingskarte. Und ich glaube, ich kann jetzt mit dem Korken den Kamin verstopfen. Und damit kann er mich nicht mehr... Damit kann er mich nicht mehr benebeln. Weil wir auch den Kamin verstopfen. Und dann können wir sinnvoll gegen ihn kämpfen. Jawollo! Du hast den Schandlein verstopft, du elende Nervensäge. Noch bin ich nicht besiegt. Oh, der hat einen Kung-Fu-Kick mit 65 Damage gemacht. Wenn er mir nochmal 65 Damage macht, bin ich tot. Holy shit. Okay, Maxi-Pilz und jetzt gibt's keine Gnade mehr, Freunde. Maxi-Pilz, Flaschenöffner, Rübe. Let's go. Einfach rein da. Einfach Maximum Schaden, Freunde. Dieser Kampf hat mich schon zu viele Nerven gekostet. Auf geht's. Geben dem, was er verdient. Sehr schön, ein super. Oh mein Gott, das hat gut Damage gemacht. Das hat sehr gut Damage gemacht. Aber man darf sich von der Lebensanzeige nicht täuschen lassen. Seine Frisur ist riesig. Der Lebensbalken ist größer, als man im ersten Moment denkt. Let's go! Exzellent! Oh, das dürfte gut Damage machen. Oh, das dürfte gut Damage machen. Ja, okay. Scheiße, jetzt hat er keinen Kung-Fu-Kick gemacht. Ich habe jetzt extra früher geblockt. So, dann gibt es jetzt eine große Hüpfpushen hinterher. Dann einen Doppel-Huchhammer. Und dann nochmal einen großen Sprung. Und ich hoffe, dass der Kollege dann abgibt. Den Löffel. Ich wollte gerade sagen, dass er den Nippel abgibt. Aber entweder nippelt man ab oder gibt den Löffel ab. Eins von beiden. Aber große Hüpfpushen kann sehr schmerzhaft sein. Yes. So. Friss den Huchhammermeister. Und das sind jetzt die schmerzhaften Schläge. Die letzten beiden. Boots. So, okay. Der Huchhammer wird, glaube ich, noch nicht killen. Aber der große Sprung sollte dann, glaube ich, beenden. Zack. Yes. Und jetzt verabschiede dich. Du hast mich ganz schön Nerven und Energie gekostet, Meister. Du warst, glaube ich, bisher wirklich der schwierigste Kampf.
Nein, das kann nicht sein. Ich habe verloren. Ich kann seiner kleinen Farbigkeit Bause nie wieder unter die Augen treten. Ich sollte mich irgendwo verstecken. Und sein Ort, wo mit einem Koch, der weiß, wie man einen Steak anbrät. Der Zug kommt gleich in Kap Sternzelt an. Unsere Endstation. Bitte achten Sie darauf, Ihr Gepäck mitzunehmen. Kommt der Korken auch noch irgendwo runter? Nee, okay. Das wäre irgendwie noch lustig. Cooles kleines Easter Egg. Jawohl, Freunde. Unser Ziel ist erreicht. Und der Zugführer hat einen richtig guten Job gemacht. Er ist voll über sich hinausgewachsen. Wir sind am Kap Sternzelt angekommen. Du musst nach dieser Reise sehr erschöpft sein. Ja, es geht. Puh, geschafft. Es ging zwar nicht ohne Schwierigkeiten, aber ich hatte auch viel Spaß. Und hier müsste irgendein großer Farbstand sein. Mal sehen, ob wir ihn finden können. Ja, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, ob wir hier farblos Flecken finden. Okay, ich sehe noch keine. Dieser Zug ist großartig. Dank des technischen Geschicks der Tod zum Tod-Depot fährt er, als wäre er brandneu. Er ist so schnell, dass man gar nicht denken würde, dass das seine letzte Fahrt ist. Ich würde niemals einen Zug von der Strecke nehmen, der noch so gut fährt. Das ist doch Verschwendung. Da hast du recht, in einer großartigen Lokomotive, die dieser steckt noch so einiges. Lassen wir sie auch weiterhin fahren. Der Abendrot-Express verdient nichts Geringeres. Wie sich die Lokomotive freut. Sie wird nicht ausrangiert. Aber ich sehe kein Farblosweg. Na, hinten ist der Turm, Freunde. Yo. Toll, sieh noch, Mario, der ganze Himmel voller Sterne. Ist das nicht großartig? Kein Wunder, dass man das Kap Sternzelt nennt. Oh, eine Sternschnuppe. Hast du dir was gewünscht, Mario? Du möchtest sicher, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist, oder? Mein Wunsch war natürlich, dass es uns gelingt, alle Farbsterne zurückzubringen. Da ist der große Farbstern, mein Wunsch, er geht in Erfüllung. Ich bin mir ganz sicher, dass die Sternschnuppe meinen Wunsch gehört hat. Und das bedeutet, dass auch dein Wunsch in Erfüllung gehen wird, Mario. Schnappen wir jetzt also den großen Farbstern und reisen wir weiter. Ich schaue noch ganz kurz auf die Statusanzeige. Haben wir die 100%? Wir haben sie, Freunde. Let's flippen. Go! Kapitel 5 abgeschlossen. Nur noch ein großer Farbstern fehlt, Freunde. Dann ist hier ein für alle Mal Schicht im Schacht. Wow. Einfach nur wow. Sehr schön. Und jetzt wird hier... Stimmt, schaut mal da oben die Regenbogenblume. Ist das irgendein Secret oder so? Ich weiß es nicht, aber... Der Kollege bekommt wieder Farbe. Und erwacht wieder zum Leben. Holy shit. Toad, sorry. Ich hoffe, der tötet euch nicht. Nein, Dragadon fliegt weg. Okay. Aber was macht die Regenbogenblume da oben? Das muss doch ein Easter Egg oder ein Secret oder sowas sein, oder? Nur noch der grüne große Farbstein fehlt. Hurra, der große orangene Farbstein ist wieder da. Ich bin der große orangene Farbstein. Ich erinnere mich daran, was geschehen ist, kurz bevor Bowsers Armee Port Prisma angegriffen hat. Lasst mich euch zeigen, was mit Bowser geschehen ist. Doch ich warne euch, es ist nichts für schwache Gemüter. Sehen wir jetzt, wie er zu Black Bowser wird? Wie er die schwarze Farbe angerührt hat? Ja. Oh, aber die Farbe ist schon schwarz. Lecker.
Und da kommen die Angriffsschiffe. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, Freunde, zeigt wie jede Zwischensequenz das Gleiche. Also, dieses Spiel versucht halt wirklich auf Krampf irgendwie Story zu erzwingen. Also, einfach nur Bowser hat schwarze Farbe und klaut Farbe. Das ist die ganze Story. Und durch irgendwelche Zwischensequenzen soll so das Gefühl einer crazy Story entstehen. Aber jede Zwischensequenz ist halt quasi exakt das Gleiche. Das gibt's doch nicht. Bowser ist nur schwarz geworden, weil er direkt hier im Prismabrunnen mit schwarzer Farbe in Kontakt gekommen ist. Aber wie ist die schwarze Farbe überhaupt in den Brunnen gekommen? Was auch immer der Grund sein mag, der Prismabrunnen ist der Ursprung der schwarzen Farbe. Wir müssen den letzten großen Farbstein so schnell wie möglich finden. Es fehlt nur noch ein großer Farbstein, also fallen wir die Rückkehr des großen Orangenen. Und los! Yeah! So Country-Mucke, oder? Ja, Prisma Country. Wie cool. Der Koch? Und das sind die im Toad-Depot, ne? Da hinten war der Zugführer im Fenster, da sind die essenden Toads aus der Paprikaterie. Sehr schön. Und da oben ist nochmal der Sonnentoad, der Besitzer der Bistro-Oase. Cool, der Gastro-Toad, so heißt er. Und damit steigen unsere maximalen KP auf 75. Und ich sage jetzt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Paper Mario Color Splash. Und ich denke, wir haben jetzt wieder eine Schnick-Schnack-Schnuck-Arena irgendwo, ne? Nein, haben wir nicht. Das Leben ist wunderschön. Danke noch für den Riesensupport per Kanalmitgliedschaft an Sion Kumara, Luxacadia und JT90PRL. Bro, ich kann den Namen nicht aussprechen.